Wunderschönes Wetter, es wird bald bereits warm, aber laut. Kein Laubbläser, hört sich so an, als würde man auf einer Baustelle wohnen. Also was wir beim Dan nicht gesehen haben und hier auch in der ganzen Wohnung nach einigem Suchen nicht gefunden haben, meine ganzen Pötte. Vor Lien habe ich alleine gewohnt und da hatte ich so ein geiles Kombination aus verschiedenen Pötten. Ich glaube, das war aus Deutschland. Mit Pfannen, Pötten, allem. Weg. Finde ich nicht. So, jetzt muss ich mir. I don't need so much. I just need one, two. I don't need those. Not the minimum amount possible. So, ja, die geht jetzt einkaufen, so ein paar Müsli, ein bisschen was, Thunfisch. Und ja, ich musste weiter packen und mal gucken, ob ich das dann alles ins Auto bekomme. Und dann müssen wir halt den Schreibtisch, der hat auch ganz schön gelitten. Den müssen wir kleben. Ja, und ich habe den Chief Pilot angerufen, also es geht nicht um 7:15 los am Montag, sondern erst um 7:10. Das ist immerhin etwas humaner. So, weiter geht's. Den hat schon den Toaster geputzt und alles. Den nehme ich mit. Ja, weiter geht's. Packen. Also einer muss mir mal erklären, wie ich das alles ins Auto kriegen soll. Warum habe ich denn so viele Sachen? Verstehe ich nicht. So, ich bin jetzt gerade durch den Kleiderschrank durchgegangen. Das muss mit, das muss natürlich mit und das und das. Und da sind die Küchensachen noch nicht dabei. Und der Tisch und die Bettsachen. Ey, das klappt hinten und vorne nicht. So, ich habe überlegt, heute Abend nochmal angeln zu gehen. Foxgrove Park. Es war Freitag, aber es ist wunderschönes Wetter. Und ja, den ganzen Tag bin ich so gestresst. Das heißt, vielleicht gehe ich nochmal ein bisschen Spinne angeln. Aber das muss ich sehen. Lernen muss ich eigentlich auch noch. Also, ich habe ja einen Minivan, ne? Und eigentlich habe ich da immer alles reinbekommen. Aber diesmal, das wird echt knapp. So, die gehen wir einkaufen. Klopapier. Und alles mögliche an Küchenutensilien. Ja, Töpfe habe ich nicht gefunden. Muss ein Topf her und eine Pfanne. Und hier ein paar Essentials. Denn der nächstgrößere Supermarkt von dem Platz, wo ich dann zukünftig wohne, ist etwas über eine Stunde entfernt. Das heißt, ich muss über 2 Stunden fahren, um ja, einen größeren Supermarkt zu finden. Von daher habe ich jetzt für die ersten 1, 2 Wochen ja, alles Mögliche gekauft, um überleben zu können. Ja, mal gucken, wie das da überhaupt sich entwickelt und ob ich das überhaupt alles da in dieses das Zimmer reinbekomme. Und so. Ich weiß es halt alles nicht. Ich muss halt alles mitnehmen, weil ich nicht genau unterrichtet bin, was da geht. So, Jan ist jetzt immer unterwegs, hat mir gar nicht Bescheid gegeben. Jetzt muss ich den Schreibtisch mal kleben. Und dann kann ich den schon mal ins Auto räumen. Dann ist das, dann muss ich dann alles drumherum bauen. Ob ich das alles reinbekomme, ey, weiß ich mal nicht. So, Jena bei Einkaufen. Sie kochen, ja, oh mein Gott. Das ist unglaublich, wie viel Zeug. Noch mehr einpacken. Und da ist es jetzt immer noch nicht. Oh mein Gott. So, Abendessen ist es halt. 9 Uhr. Salat. Ja. So, den ganzen Tag über war mein Magen unruhig. Von diesem verfluchten McDonald's gestern. Chicken McNuggets und Big Mac. Wollte ich unbedingt. Keine gute Idee. Nie wieder. Absolut ekelhaft. So, hoffentlich morgen gutes Wetter, damit ich nicht im Regen packen muss, aber das ist eher unwahrscheinlich. Aber da werde ich ein paar Stunden verbrauchen. Das packe ich direkt, ja, und dann gibt es eine sehr kurze Nacht, dann muss ich irgendwie spätestens um 7, wenn ich um 8 Uhr morgens übermorgen los.